Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enigmatiker 2 Expert Skyblock. In der letzten Folge haben wir eine Menge Materialien beschafft und ich habe so lange offscreen alle Upgrades hier drauf gemacht. Und wie ihr seht, wir haben jetzt hier pro Rüstungsteil 256 Millionen F, auf dem Bogen 256 Millionen und auf dem Staff of Power haben wir sage und schreibe 768 Millionen F. Und jedes Upgrade hat nochmal, also jedes Upgrade zur Plane hat 256 Millionen F gekostet. Das heißt, ich habe gerade mehrere Milliarden RF verballert. Und ich möchte mal schauen, ob das unsere Batterie irgendwie beeinträchtigt hat. Also ich habe jetzt wirklich so, ist vielleicht eine Minute her, dass das letzte Teil fertig geworden ist. Und wie gesagt, mehrere Milliarden RF. Tatsache, es fehlen 3 Milliarden RF in der Batterie. Es fehlen tatsächlich 3 Milliarden RF. Also 3 Giga RF, das dürften Milliarden RF sein. Crazy. 600 und der feuert jetzt wahrscheinlich genau mit voller Leistung raus und das sind... Ja, ich denke, wir müssen mal auf eine Injection Rate von 22 hoch. Um hier ein bisschen mehr Energy Output zu bekommen. So. Nur um das hier potenziell ein bisschen schneller aufzuladen. Genug Energie sollten wir dafür haben. Ja, wir sind gleich auf 620.000 RF pro Tick. Ja. Ja, die Injection Rate bringt schon was, ne? Wir schauen mal, wie hoch das geht mit zwei mehr. Die Anlagen hier sollten ja relativ entspannt sein. Hier sieht nichts danach aus, als würde da irgendein Problem sein. Nee, also ich vermute mal, wir sollten den eigentlich jede Folge um zwei hochstellen, um das Maximum auszuloten. Andererseits ist es komplett irrelevant, weil wir eh genug haben. Also, naja. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe im Autocrafting kurz ein paar Airtight-Seebücher bestellt. Super High Pressure Tanks sind Probleme. Ist das der da, oder? Der das herstellt. Super High Pressure Tank. Super High Pressure Tank. Lubricant. Wo ist der Fluid Input? Das ist der da, oder? Ist das der? Importbus? Nee, wir brauchen... Also hier müsste irgendwo ein Fluid-Exportbus sein. Oder es wird hier live hergestellt. Wo? Okay, also es wird scheinbar irgendwas hergestellt. Da ist Lubricant. Okay. Und wo wird das hergestellt? Können wir das beschleunigen? Es erscheint mir zu wenig. Wie viel haben wir im System? Lubricant. Wobei, nee, wir haben 488.000 Buckets. Also wir haben 488 Millionen Millibuckets. Nee, daran kann es schon mal nicht liegen. Daran kann es definitiv nicht liegen. Also entweder ist es einfach nur ultra lahm. Wahrscheinlich ist es einfach nur ultra lahm. Weil wir Titanium Coils, Machine Structures, Enhanced Motor. Ja, wahrscheinlich, weil wir nur einen Enhanced Motor haben, oder? Das ist 16 mal Speed und der hat einen... Ne, Enhanced Motor.
Naja, gut. Enhanced Motor, Titanium Coil. Eigentlich sollte der relativ schnell. Ah ja, ist auch voll. Das dauert nur ewig. Okay. Wobei, wir haben schon drei Bücher. Verzaubern wir mal die Draconic Armor mit Airtight. Zack. Zack. So, 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 so. Okay, ein Armor Stand, weil die Rüstung ist doch teuer genug, glaube ich, dass wir uns die hier hinstellen können. Ich glaube, da kann man durchaus stolz drauf sein. Ja. Okay. Airtight, Airtight und Airtight. Zack, zack, zack. Und wie ist das jetzt hier? Diese Pressurized Tanks brauchen jeweils 6 Super High Pressure Tanks. Ah, okay, und das 2 wird einer und die brauchen Lubricant. Aber es heißt ja im Grunde, dass das jeden Moment fertig sein müsste. Dann ist die Rüstung nämlich perfekt. Oh, seht ihr das? Das ist. Ah, oh, die Rüstung ist so nice. Mach schneller. Ich will Unreal Tournament spielen. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich will ich nur mein Airtight. Da ist es. Und zurück. So. Zack, zack. Schuhe, Airtight. Und zurück. Und wir haben 1 Giga-F. Das heißt, wir haben 1 Milliarde RF Speicherkapazität in unserer Rüstung. Nice. Da ist Luft. Dann füllen wir einmal die Lufttanks noch auf. Damit wir, falls wir wollen würden, in die Raumstation können mit der Rüstung. So ab sofort können wir damit auch ins Weltall. Okay. Okay, checken wir ein paar Dinge. Checken wir ein paar Dinge. Also. Alles mitzunehmen, was in der Gegend rumfliegt, halte ich für eine gute Idee. Wir brauchen einen Pfeil. Ah ja. Der Bogen hat keine Infinity, ne? Der ist jetzt weg, oder? Da haben wir noch eine Baustelle. Infinity. Jetzt war nur Magnetic. Aha. Infinity. Vier Grains of Infinity. Boah, das ist eine Abzocke. Wir haben gerade mal. ...800 Stacks. No. Also, ich meine, wir müssen ja auch schauen, wo wir bleiben. Nur 800 Stacks und die wollen dann 4 Stück? Ich glaub's nicht. Haben wir die eigentlich an so einem E-System angeschlossen? Nee, das sieht nicht nach 800 Stacks aus. Dann haben wir hier nochmal 1000er. Aber egal. Book and Quill. Okay, wir haben kein Buch. So, jetzt Book and Quill. Zack, zack, rein da. Book and Quill. Hä? Book and Quill, 4 Grains of Infinity, 38 Lapis. Wir brauchen noch 2 mehr Lapis. Warum ist das hier ausgegraut? Hier nicht, aber wenn ich nach Lapis suche, ist das hier.
Ist das immer der erste irgendwie, wenn ich jetzt nach Korbel suchen würde? Nee. Wir haben übrigens 901 Millionen Cobblestone. Wir haben bald 1 Milliarde Cobblestone erreicht. Nice. Okay, 24 Level. Da steht er hier hinten. 2554 Level. Das ist enorm viel. Ihr seht ja, ich nehme hier 24 Level raus. Und das bewegt sich nur ein paar Pixel hier. Also das hier, die Wertigkeit der Level steigt ja immer höher und höher. Also das ist... Wie viele XP sind denn das mittlerweile? Das müssen ja auch schon im Milliardenbereich sein, oder? Nee, noch nicht ganz. 613 Millionen Millibuckets. Ja, so ein paar XP haben wir dann schon, ne? Ach Mist, ich habe nicht bedacht, dass hier noch... Dass wir, okay, vier noch. Vier Level noch. 1, 2, 3, 4. Okay, wir nehmen auch keine Level mit, weil... Wozu? So, das, zack. So, jetzt haben wir hier, ne? Genau. So, was habe ich jetzt nochmal für eine Taste benutzt, um hier da reinzukommen? Genau, das, was war das jetzt hier? Numpad 7, okay. Also, Attack Radius passt. AOE Safe Mode, Dick Mode, Chunk Filter, Dick Speed. Okay, das passt. 105 Herzen Schaden ist auch in Ordnung. Das dürfte deutlich mehr sein, als der Chaos Dragon überhaupt einstecken kann, wegen Damage Cap. Dann haben wir hier Arrow of Draconic Fire. Lassen wir erstmal aus. Phylos, pure Energie, oder? Ja, wir haben es eigentlich, ne? Wir haben es eigentlich. Aber wir lassen mal Shockwave weg. Arrow Velocity Modifier plus 500%. Wir müssen mal ein bisschen gucken, aber es kann sein, dass das gegen den Drachen vielleicht ganz hilfreich ist. Gut, ansonsten ist ja alles erstmal irrelevant. Wir haben 2048 Schildkapazität. 1 Milliarde F hier. Wir haben einen Teleporter, keine Entropie. Ich denke, wir sind soweit ready. Das gefällt mir nicht. Okay. Wo ist der Endcake? Wo ist der? Haben wir wahrscheinlich keinen mehr. Egal. Aber wir können ja so ins End. End. Wie ist denn das? Warte mal, ich will das... Ich bin mir nicht sicher mit diesem Draconic. Früher hat es hier angezeigt, wie viel Energie das verbraucht. Das steht jetzt hier nicht. Gucken wir mal. Ah doch, da. 8,2 Millionen F pro Schuss. 8,2 Millionen F pro Schuss. Und wenn wir das ausschalten, dann sind es 200.000. Na? Hier, ein Pfeil aus purer Energie gegen einen Pfeil. Aber gut, ups. Wir gönnen uns einfach hier mal Arrow of Draconic Fire. Da wir über unser System ja ständig nachgeladen werden. Okay. 10.000 Blöcke, ne? Gucken wir mal. Wir können ja Folgendes machen. Flight Speed Modifier plus 600%. So, dann können wir F3 anmachen. Und dann, ja genau, dann sehen wir, wie es losgeht. So, 2000 Blöcke. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ne? Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin mir nicht sicher. Also wir haben eigentlich im Singleplayer getestet, dass wir nicht sterben können, aber
Es gefällt mir trotzdem nicht. Capacitors brauchen wir ja eigentlich nicht, weil wir ja automatisch übers Wi-Fi gecharged werden, quasi. Wir haben ja wireless Strom. Okay, 9000 Blöcke, langsam wird's eng. Ich lass mal den Flight Speed Modifier auf 600%. Für den Fall, ich glaube, hier geht's los. Für den Fall, dass. Ja, hier geht's los. Für den Fall, dass wir schnell fliehen müssen. Okay, ich flieg erstmal hier rum. Und lade das Gebiet, damit wir da schon mal keine Probleme kriegen. So. Gut, ob es die Journey Map geladen hat oder nicht, ist egal, ne? Aber es sieht ziemlich cool aus auf der Map. Okay. Ich glaube, wir legen uns mit dem Kollegen an, oder? Okay. Ich habe nur noch geschaut, ob die Sounds in Ordnung sind. Okay. Rein in den Kampf. Und jetzt ist er sauer. Ich sehe ihn zwar noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er sauer ist. Ich höre ihn schon. Da ist er. Oder der kommt gleich mit den roten Dingern. 17% Entropie gleich. Eieiei. Also ich will das mit dieser Energie und dem halben Herz nicht testen. Ne? Ich sag euch, wie es ist. Ich möchte das wirklich nicht testen. Wir machen erstmal die äußeren, weil die schwerer sind. Na, erstmal die mit Gitter abschießen. Was? Der war ein Treffer. 25%. Ist nicht gut. Ich weiß gar nicht mehr, wer überhaupt. Ich glaube, wir machen doch erstmal die inneren. Damit wir anhand des Strahls immer sehen. Boah, bin ich so schlecht im Schießen oder was? Offenbar bin ich das. Traurig. 92%. Das ist halt genau das, was ich meine, ne? Also auch wenn theoretisch unendlich Energie uns schützen kann, das ist super unangenehm. Das ist super unangenehm zu sehen, dass die Rüstung eigentlich im Arsch ist. Wie, keine Energie mehr. Laber nicht. Oh, solange wir es ausgewählt haben, wird nicht aufgeladen. Was ist denn das für ein Scheiß? Und während wir die Dinge abschießen, sind die Arrows auf Draconic Fire eigentlich komplett useless. Aber gut. So. Ich bin ehrlich, ich traue der Sache nicht mit der. Also wir haben es zwar getestet, aber ich weiß, dass ich früher mal im Creative Mode von dem Drachen gekillt wurde. Also irgendwie hat das geschafft, Creative Spielern Damage zu machen. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ob wir einfach beim Testen nicht die. Ob wir beim Testen nicht die entsprechenden Angriffe bekommen haben, die so gefährlich sind. Vielleicht ist es auch wirklich ungefährlich. Aber ich will es halt nicht ausprobieren. Weil sonst schwöre ich, wir werden die nächsten 20 Folgen nochmal an dieser Rüstung farmen. Und
Das muss echt nicht sein. Ja gut. Ja gut, ne? Also, wir haben es schon mal getestet gerade. Unangenehm. Sehr unangenehm. Wow, wir haben... Achso, es ist geblockt für den Kristall. Ich dachte gerade, dass da die Nachricht stand, dass er jetzt angreifbar ist. Aber das war wahrscheinlich eine Wunschvorstellung. Okay, die Dinger da abzuschießen, ist auch irgendwie wack. Oh, ich hasse es. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diesen Kampf hasse? Den Chaos Guardian Kampf? Also das ist wirklich... Das ist halt auch wirklich so der einzige Kampf in Minecraft, vor dem ich selbst mit OP-Equipment Respekt habe, ne? Also das haben die Entwickler wirklich gut gemacht. Der ist nämlich so dermaßen schwer, der Boss. Unangenehm. Da hat er noch einen Schildgenerator. Nee. Welcher ist es? Der da. Aua. Okay. Schild muss regenerieren. Boah, schaut euch mal diese Angriffswelle an. Okay, die sind nicht so schlimm. Die roten sind die schlimmsten. Weil die roten, glaube ich, Entropie sind. Ah, okay, wir haben's. Nee. Ah, der war nicht in der Range von dem Kollegen. Boah, bin ich schlecht. Na komm schon. So. Sag mal. Ich hasse es, wenn der Kristalle wieder belebt. So. Lieber Drache, kannst du bitte einfach sterben? Und zwar vor mir, das wäre nice. Okay, wie viel Damage macht denn ein Schlag mit dem Staff of Power, der gut geupgradet ist? Wo ist denn unser Drache? Also falls wir ihn damit überhaupt kriegen. Weil der ist halt auch schon gut schnell, ne? Und warum kann ich den Vertical Speed nicht mehr einstellen bei der Rüstung? Das finde ich auch sehr schade. War das zu okay oder? Warum hat man das rausgenommen? Okay, das ist eigentlich meine Chance. Ihn zu kriegen, weil die Angriffe nicht so hart sind. Also da können wir einfach reinfliegen und ihn hauen. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie was bringt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Ui. Da hat er uns aber... da hat er uns aber gut erwischt. Okay. Schild lädt wieder auf. Nicht vergessen, das ist voll Draconic Upgrades, ne? Also Chaos Upgrades können wir noch nicht haben. Also das sind die besten Upgrades, die es momentan gibt. Da drauf. Okay, erwischt. Ich frage mich halt... Ja doch, ich glaube, das macht schon einen guten Unterschied mit dem Draconic Fire. Oder sollen wir es mal ohne Draconic Fire versuchen? Können wir auch noch. Kurz aus der Schussbahn. Da, 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 da. So. Also jetzt brauchen wir sehr viel weniger. Ja, nee, ich glaube, es macht wirklich keinen großartigen Unterschied, ne? Außer, dass wir einfach viel zu viel... Das ist viel zu...
viel zu wack, der Arrow of Draconic Fire. Warum ist der so wack? Oh, die Sau. So. So, ja. Oh, die roten mag ich gar nicht. Die sind nicht so schlimm. So, wir verstecken uns hier einfach kurz hinter dem Ding. Dann werden so unser Schild wieder regeneriert. Boah, ohne die Upgrades bei der Schildregenerierungsrate. Aua, wow. 50% Entropie. Das war früher, glaube ich, auch langsamer, dass das wieder hergestellt wird. Ach, der wartet da. Ja, moin. Ja, dann warten wir hier auch. Bis unser Schild wieder einsatzbereit ist. 20% Entropie. Okay, ich glaube, ey. Na komm. Einfach reinhalten. Vielleicht hätte ich Autofeuer anmachen sollen, aber oh, das waren rote. 100 Pro. Die haben viel zu viel Schaden gemacht. Immer schön das Schild im Auge behalten. Und immer gut aufpassen, denn plötzlich kommt von irgendwo ein roter. Ja, der ist mir egal. Dann wisst ihr, das wäre dann genau der Moment, in dem vielleicht dann auch nicht mehr genug Energie nachgeliefert wird. Und dann sind wir RIP. Ich weiß auch gar nicht, was die Grünen machen. Ach, die Grünen stellen die Dinger wieder her. Ah. Also die kann man auch abschießen. Wusste ich gar nicht. Das geht immer so. Okay, das war ein bisschen risky. Okay. Ein Schuss noch und dann ist er tot. Ein Schuss noch, sage ich. Ja! Okay, ein paar Angriffe fliegen jetzt hier noch rum. Aber die tanken wir. So, wo ist der Kollege? Genau, gib mir dein Herz. Wie eins. Hat er denn nicht mal zwei Herzen? Können wir den Enderman treffen? Nee. Aber so. Haha. Okay. Okay. Dann gehen wir mal in die Insel. In die gute Insel. Aber soll ich euch was sagen? In die Insel gehen, das Ding abbauen und zurückfliegen und was damit machen, das ist eine hervorragende Sache für die nächste Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.